Hallo, wie sieht's denn aus mit dem Auto für unseren Vogohila-Choleriker hier? Ja, Uwe, der Kreisliga-Trainer, der macht doch bei uns die erste Mannschaft bei Borussia Glück auf und Sportwetten.de, die wollen ihn unbedingt zur Europameisterschaft schicken. Der hat keine Ahnung, aber der mit so einem Auto halt. Uwe, bringt dir bitte so eine Karre in 20 Minuten, wir haben das ausgemacht. Ja, ich diskutiere mit dem nicht. Alles klar, super, ich freue mich. Bis dann, ciao. Boah, ey, hoffentlich kommen die gleich. Hallo, liebe Fans von Borussia, Glück auf 07. Liebe Uwe, der Kreisliga-Trainer-Community. Ich bin der Pressesprecher des Vereins und wir haben heute für unseren Uwe eine Riesenüberraschung. Sportwetten.de hat gesagt, wir spenden dem Uwe für die Europameisterschaft ein eigenes Auto. Der Uwe weiß schon, dass er ein Auto kriegt, aber der weiß auch nicht, was für eins. Das ist ja wirklich eine Megakarre einfach. Ich glaube, der rastet gleich aus, wenn er ist. Mehr geht einfach nicht. Ne? Und oh, ich sehe gerade, da kommt er schon. Uwe, grüß dich. Tag, ist das meine Karre, ey? Die ist ja mal richtig geil. Ja, genau, das ist deine Karre. Bevor wir das Ganze jetzt, wir müssten bitte noch mal einmal ein Foto machen für die Pressekollegen, ja? Hey, der macht doch ein Video! Ach, wie ist denn das jetzt? Entschuldigung. Und jetzt. Ja, grüß dich. Wie? Wie das Auto hinter der Wand? Habt ihr sie noch? Also nicht der weiße vorne. Alles klar. Ja. Guck mal. Ja. Wir müssen, Uwe, wir haben hinter der Sponsorenwand ist dein offizielles EM. Wollen wir mal gucken gehen? Ja? Das kannst du mal schön alleine machen, ey, du doof. Was? Was? Sag mal, was stimmt eigentlich mit euch nicht, ey? Das ist mein EM-Mobil. Ja, deswegen heißt das auch M-Mobil, ey. Mit dem Elefantenrollschuh nach Baku, ey. Und wie soll ich das Schild da oben festmachen? Ja, wenn ich jetzt. Boah! Ja, es tut mir ja auch leid, ey. Ja, es ist. Mando, ey! Ich tu mir jetzt. Ich telefoniere mal eben, Uwe, es tut mir auch leid. Ja, mach das mal, ey. Und hau ja. Bloß ab, ey, du alte Ja, das ist jetzt Scheiße. Echt, ey. Werbung. Aki, dich schicke ich zu Darts-WM. Immer wenn ich dich sehe, bin ich auf 180. Ladies and Gentlemen, Kraft Dartura. Liebe und Leidenschaft für alle Amateure, aber wetten tue ich nur bei den Profis auf die Profis. Sportwetten.de. Wir sind Sportwetten. Ach, eine Karre wie Borussia Glück auf 07. Klein, unauffällig und nicht der Rede wert. Ach, scheiß drauf. Geht hier um die EM. So, ihr Kanonenköpfe. Ich habe für euch was losgeschickt. Das Uwe Rakel. Jetzt kommt die Prognose für Deutschland gegen Frankreich. Hallo und herzlich willkommen zum Uwe Rakel hier aus der Arena. Wie wird es wohl ausgehen? Das Spiel Frankreich gegen Deutschland. Ein Klassiker. In München wird angepfiffen um 21 Uhr. Wir wissen jetzt schon, wie es ausgeht. Das Uwe Rakel, es fährt los und prescht durch die Arena. Oh, knappe Kiste und unentschieden. Das Uwe Rakel hat sich entschieden. Ernährung ist im Fußball mittlerweile das A und O. Beim DFB, da lässt der Yogi seine Jungs nur mit diesen Lastenrädern rumfahren und noch gleichzeitig für Lieferando arbeiten. Egal. So. Vom Bifirol bis Capri-Sonne, jetzt gebe ich die Uwe-Rezept-Tipps. Heute habe ich für euch mitgebracht, die Pilzsuppe. Ist von meinem Oma ein Geheimrezept. Braucht dafür erstmal einen handelsüblichen Topf. Ne? So. Hier, genau, richtig. Und da kommt jetzt rein Wasser. Oh, machen wir hier kein Wasser. Ist egal. Komm mal, auch hier Spezialwasser, Verlängerung. Ne? Einfach das Wasser einfüllen in den Topf.
so, das reicht schon, ne? Ungefähr 300 Milliliter. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Pilze und dann kann es losgehen, ne? So, hier einmal zwei Pilzchen rein. So. Ja, und jetzt warten, dass kalt wird. Auf vielfache Nachfrage nochmal das Rezept, ne? Ihr braucht einen großen Topf, 300 Milliliter Wasser, ne, oder Verlängerung und zwei Pilzchen. Fertig. Für weitere Kochtipps folgt mir bitte auf YourCook. Talkshows gibt es ja genug zu EM. Hier, ne, Doppelpass kennt ja jeder. Ich mache hier Querpass alleine, ey. Bei der Euro 2020. Weiß die Scheiße eigentlich so? Habt ihr keinen Bock gehabt, die Merch-Artikel umzudrucken oder was? 2020, ne? Das haben sie extra so gelassen, weil man sich so gerne ans letzte Jahr erinnert, ey. Public Viewing, was denn damit? Hier unser Kack-Autohaus hat ja jetzt für jeden so ein Smart gesponsert, ne? Fahren wir schön alle in eine Kabine, Leinwand aufgehängt. Ja, was? Ist wie Autokino. Letzte Woche, ne, hat unseren Stefan in eine Kirche Leinwand aufgehängt. Zum letzten Abendmahl gab es schön Würstchen und Pilzchen. War auch wieder nicht richtig, ey. Oh, jetzt geht's los, ey, für Deutschland, ne? Gegen unsere Froschschenkel-Mampfer. Die Mannschaft hat ja Heimvorteile, ne, in München. Also die französische, ne? Es sind ja vier Spieler, die bei den Bayern kicken, ne? Und der eine, den mein Andi nicht aussprechen kann hier immer, wenn ich sage hier, Andi, bring mal die Liste mit den Spielern. Genau, in den blauen Ordner. Oder wie du immer sagst, Mampé. So, komm, dann rufe ich mal den Yogi an, ey. Das ist per FaceTime, das ist mir alles, ne? Das ist jetzt mit dem Andi ja doch rausgekommen, ne? Dass er da ins Camp wollte und so, dass da. So, komm, geh ran, Mensch. Yogi, grüß dich, Glück auf. Hallo, Uwe. Ja, erstmal Entschuldigung für, ja, der Andi ist ja da bei euch über den Zaun geklettert und das war echt, habe ich ihm gesagt, gab schon extra Liegestütz, ne, wie läuft's denn bei euch? Wie ist denn die Taktik? Erstmal muss ich sagen, dass die Aktion von deinem Andi überhaupt nicht gut war. Der Einbruch in Spacecamp hat dafür gesorgt, dass wir kein Pilzchen mehr haben. Taktik gegen Frankreich wird sein, dass wir versuchen, mit erhöhter Kommunikation und einer Dreierkette unsere Sturmspitze, den Timo Werner, in Szene zu setzen, dass er dann wieder 5 Meter drüber schießt. Sag doch mal was hier zur Startaufstellung hier mit der Harvard-Universität oder ohne? Meine Entscheidung ist wie bei einem leckeren Kuchen, ob mit oder ohne Sané. Das kommt auf die Tagesform drauf an. Mhm. Hör mal, dann viel Erfolg, ne? Wird das was? Kommt der über 3 Spiele oder hast du keinen Bock? Bei meiner letzten Europameisterschaft, lieber Uwe, probiere ich natürlich so viele Spiele als möglich zu machen, damit alle Nummer sehen, wie man sich richtig in der Nase bohrt und in die Hose fasst. Falls ihr noch jemanden braucht, ne, ich schicke euch sonst mal jemanden offiziellen vorbei, nicht über den Zaun hier, wenn der Neue ausfällt, der Hermann macht das in der Kiste. Ne? Glück auf, ne, viel Erfolg. Da eh nix, ey. So, komm, jetzt fahr ich auch mit der Karre. Ne? Ich glaube, schon hier. Was soll das denn, ey? Mal los, wenn ich schon ein eigenes EM-Mobil hab, dann. Ja, geil, ey. Weißt du, kein gescheites Auto, aber Hauptsache Luftballons in der Karre, ey. Da kann ich durchdrehen mit so einer Scheiße. Das soll dann die Überraschung sein. Wir haben hier Luftballons ins Haus. Kack. Raus damit, ey. So. Oh, geil. Na, Papagei, hast du auch Bock oder was? Oh, was ist das denn jetzt noch? Sprachnachricht vom Kalli, ey. Warte. Ja, geil, egal. So. Ich ruf dich an, was? Weil deine Pilzkensuppe, Weltklasse. 85 Kilo habe ich abgenommen. Oh, lecker. Wie lange geht das denn noch? Lecker. 3 Minuten, lecker, ey. Ich glaube, selbst wenn ich das auf 2 stelle, dann wird das nichts. So. Fahre mich nach Baku. Ich habe Sie nicht verstanden. Nach Baku, du doof! Bitte fahren Sie 4.999 Kilometer geradeaus. Oh. So, wir sehen uns, ne? Uwe EM-Mobil ist ab heute am Start. Du hast nicht schlimmer als ein Zweikampf. Jawoll, ey. Schön mit 2 PS nach Baku, ey. Macht's gut, ihr Kanonenköppe. Tschüss.